Guten Morgen. Mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz und ich übernehme jetzt feindlich den Twitter-Kanal von On Campus FAL. Mir sind die Zugangsdaten zugespielt worden. Und da heute ja der Konferenztag MOOCs and Beyond ist, dachte ich, es ist ein guter Tag, um mal über einen so einflussreichen Kanal wie den von On Campus der FH Lübeck meine Meinung zum Thema, meine Sichtweise auf diese Konferenz, meine Eindrücke, vielleicht auch ein paar Zitate und so weiter zu verbreiten, vielleicht ein paar Periscope-Streams, was da hinter den Kulissen wirklich passiert. Es gibt natürlich einen offiziellen Livestream, aber mit so einem Periscope-Video kann man ja vielleicht ein paar Sachen mehr zeigen bzw. sehen, als da offiziell gezeigt wird. Nein, das ist natürlich keine feindliche Übernahme. Es ist eine freundliche Übernahme. Und ich habe jetzt hier den offiziellen FH Lübeck On Campus, weiß nicht, was es ist, Badge-Halte-Vorrichtung, die ich mir selbst verleihe. Und für 12 Stunden den Twitter-Kanal übernehme. Das Programm findet sich im Netz, einfach unter MOOCs and Beyond suchen. Ich twitter den Link natürlich aber auch gleich nochmal. Und es geht los für die Leute, die das jetzt heute Morgen sehen, um 10 Uhr. Es gibt zahlreiche Grußworte. Und dann geht es aber eigentlich gleich um 10.30 Uhr mit dem ersten Highlight für mich persönlich los, und zwar die Auswertung von dem MOOC-Fellowship-Programm, das in Deutschland ja die MOOC-Welle eigentlich erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Anja Lorenz wird vorstellen, was das Ganze so, zumindest aus Datensicht, was da rausgekommen ist. Danach haben wir zahlreiche Erfahrungsberichte von Leuten, die MOOCs da gemacht haben. Wir haben einen Bericht von Hannes Klöpper von iVersity, der ja Partner des Programms war. Und eine Podiumsdiskussion. Dann gibt es eine Mittagspause. Nachmittags geht es weiter. Da geht es dann eher um institutionelle Strategien. Was kann so eine Hochschule machen? Warum sollte eine Hochschule MOOCs machen oder lassen? Und noch ein Highlight für mich ist dann 15.30 Uhr die Keynote von Michael Kopp, der von der Uni Graz kommt und einen Überblick über europäische Strategien im Bereich MOOCs geben wird. Abschließend Podiumsdiskussion. Ganz viele Helden aus Politik, Praxis, Hochschulen, jetzt Wissenschaft, unter dem Titel vom Hype zum Mainstream? Fragezeichen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Titel für den ganzen Tag, der inoffizielle Untertitel. Haben wir jetzt sozusagen eine MOOC-Welle hinter uns und danach kommt Ebbe? Ist das Bild schief? Ich denke nochmal drüber nach. Oder ist es jetzt sozusagen die Normalisierung oder kommt noch viel mehr? All das wird hoffentlich dieser Tag beantworten mit, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, insgesamt 25 Referenten. In 6 Stunden Programm. Link zum Programm folgt auf Twitter. Link zum Livestream folgt nachher auf Twitter. Um 10 Uhr geht es los. Und der Hashtag. Wer mittwittern will, kann einfach den Hashtag benutzen. Es kursieren im Moment 2 Hashtags und ich sage nochmal, was der ultimative ist. Es ist nicht, ich wiederhole, es ist nicht HFD15, sondern wir haben gesagt, es reicht ein Hashtag zu nutzen, nämlich Digiturn. Im Moment gibt es ganz viele Tweets, die beides nutzen. Digiturn sollte reichen. Das ist dann ein Hashtag, der auch gleich noch für die nächsten Tage funktioniert, wo noch weitere Veranstaltungen anstehen. Allerdings glaube ich, ich werde heute Abend freiwillig die Zugangsdaten wieder abgeben. Mal sehen. Wenn ihr Menschen da draußen irgendwelche Ideen habt, was man so gut noch über Twitter oder einen Periscope-Stream etc. mitbringen kann, sagt Bescheid. Twittert den On-Campus-Kanal an, On-Campus-FHL, On-Campus-FHL oder einfach mit dem Hashtag Digiturn. Ich versuche natürlich, das alles zu verfolgen, was dann da heute passiert. So, jetzt setze ich mich ins Taxi und fahre zum Veranstaltungsort. Bis bald.